Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freundinnen und Freunde. Also, wenn man Autor solcher Bücher und Meinungsmacher und so weiter ist, wenn man aufklärt über Versuche zur Manipulation und auch über Machenschaften größeren Ausmaßes, dann muss man mit Gegenwind rechnen. Und über den habe ich schon etwas gesagt. Und der ist in dieser Phase besonders schlimm. Und jetzt sind wir, die die Nachdenkzeiten machen, und wenn ich je wieder was schreiben würde, wäre ich das auch als Autor, halt angehalten, sowohl die Meinungsbildungsmachenschaften im normalen Geschäft sozusagen zu beobachten, als auch das, was jetzt an Gegenstrategie kommt gegen jene, die aufklären. Denn deren Machenschaften wir aufklären, haben gemerkt, dass es wehtut, was sich hier in Deutschland inzwischen bewegt. Es sind ja nicht nur unsere 110.000 Besucher jeden Tag, das ist schon sehr viel, weil das auch sehr viele Multiplikatoren sind. Es gibt ja auch ein paar andere Internetseiten, die aufklären, und das insgesamt führt dazu, dass die Deutungshoheit der etablierten Medien und die Deutungshoheit der Politiker zumindest angekratzt wird. Ich will uns nicht überschätzen, aber es wird angekratzt, und es gibt zu viele, die hinterfragen, die kritisieren, die einfach sagen, ich glaube euch nicht mehr. Und das, die Axt an der Glaubwürdigkeit der herrschenden Medien, das ist etwas, was die unglaublich fürchten. Das ist zwar schon auch jetzt 5 Jahre her, aber es war so toll. Da gab es den Presseclub am Sonntagmittag, und da saßen 5 Journalisten zusammen, also 4 und ein Moderator. Und es ging um die Rente mit 67 oder Erhöhung dann sogar auf 70, also Renteneintrittsalter. Und dann waren sich diese 5 Herrschaften völlig einig, dass das Volk eigentlich irgendwie bescheuert ist. Das Volk sieht überhaupt nicht ein, das sind die 99%, gehen kann, 70 Jahre gehen kann oder auf 67 mindestens. Das war die Tonlage dieser Debatte. Das heißt, die Meinung dieser Leute hat im Grunde auch dann die politischen Entscheidungsprozesse ganz wesentlich bestimmt. Es ist ja so, dass das dann Konsens war, dass wir das machen müssen und so weiter und so fort. Also Müntefering war herausragender Vertreter des Ganzen. Aber das war für mich so ein tolles Beispiel, wie gar nicht mehr interessiert, was die Leute denken. Und das finden wir in vielen Bereichen, was die Leute über Tipp denken, was sie über den Sozialstaat denken, über soziale Gerechtigkeit denken, über Steuern. Das spielt gar keine Rolle. Schon die veröffentlichte Meinung reicht aus, sozusagen, um dann politische Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Erklärung auch für das 1% und seine Absicherung. Der zweite Komplex ist die Demografie und die Altersvorsorge. Und da gehe ich jetzt relativ schnell mit Ihnen durch. Das werden Sie sehen, dass das ganz stark auf diesen optischen Elementen beruht. Und ich habe es aber auch so aufgezeichnet, dass man es hoffentlich versteht. Das war ja ein Thema, was total vorherrschend war für die Debatte bei uns. Und das für vielerlei Dinge benutzt worden ist. Und das versteht man nur, wenn man weiß, dass es um viel Geld geht und dass da die Leute, die Geld verdienen wollten daran und die eine Strukturreform machen wollten, zulasten der 99%, dass die genau wussten, sie können das mit Propaganda bewirken. Und damit haben sie dann angefangen, kräftig Propaganda zu machen. Ich sage was über das Geld. Das sind die Zahlen beim Ausgangspunkt der Riester-Rente, also 2002. Da gab es einen Umsatz der gesetzlichen Rentenversicherung von 156 Milliarden Euro und von privaten Lebensversicherungen 67. Und es war klar, wenn man von den 156 Millionen was wegnimmt, dann hat man große Umsatzzuwächse bei den Prämien für die private Altersversorgung. Und dann hat man, also 10% wären zum Beispiel ein Umsatzplus von 16 Milliarden gewesen für die privaten Vorsorger. Und dann hat man sich ausgedacht, wie macht man so eine Strategie? Man hat gesagt, okay, wir sagen, der demografische Wandel ist neben der Globalisierung die große Herausforderung, weil wir schrumpfen, weil wir vergreisen und weil der Generationenvertrag nicht mehr trägt, und da hilft jetzt nur noch Privatvorsorge. Das war das, was man sie hat lernen lassen. Seit 1997
Im Wahlkampf 1998, den ich damals untersucht habe, gab es so große, ganzseitige Anzeigen, zweidrittelseitige Anzeigen, grün und schwarz, der Banken und der Versicherungen, die uns schon das damals eingetrimmt haben. Und das ging über die ganze Zeit weiter und dazu bringe ich eine ganze Reihe von Dokumenten. Und die Agitation lief auf allen Kanälen und man hat sogar die deutsche Rentenversicherung dazu eingespannt, Reklame für die Privatvorsorge zu machen. Und den Finanztest, diesen unseligen Herrn, wo habe ich den Namen auch vergessen, Dr. So und so, sicher kennen die den, der hat auch Reklame für die Privatvorsorge. Und die Volkshochschulen, in die Schulen wurden eingebaut und die Banken sowieso, das ist auch gerechtfertigt, dass die Reklame für ihre Produkte machen, halte ich für völlig normal. Das ZDF zum Beispiel, Deutschland schrumpft und vergreist, Fakten zum demografischen Land. Also wunderbar, auch Fakten drunter geschrieben und drüber eine reißerische Geschichte, dass wir schrumpfen und vergreisen. Das muss man sehen, wir sind bisher überhaupt noch nicht geschrumpft, auch ohne Flüchtlinge. Und wir sind ein dicht besetztes Land, verglichen mit Frankreich, überhaupt nicht zu vergleichen, zum Beispiel. Dann gab es eine Doku, ganze Wochen wurden gemacht. Aufstand der Alten soll aufrütteln und aufklären und so weiter. Das war beim ZDF im Jahre 2007. Dann auch beim ZDF, die deutsche Bevölkerung schrumpft noch schneller als bisher erwartet. Also es gab immer neue Meldungen. Das muss ja organisiert werden, es muss ja Leute geben, es muss Institute gegeben. Da wurde ein Berlin-Institut gegründet, das klingt ganz offiziell, das ist ein privates Institut, das ständig Reklame gemacht hat. 2006 zum Beispiel im März mit einer Sache kam, da war gleichzeitig die PR-Geschichte so organisiert, dass am nächsten Abend beim Südwestfunk zwei Stunden oder eine Stunde Sendung über die Studie des Berlin-Instituts gemacht war. Das sage ich nur deshalb, weil Sie daran sehen, wie sowas konstruiert, wie PR-Geschichten laufen. Dann hier, die Bild-Zeitung hat mit der Allianz zusammen einen Vertrag gemacht, dass sie die Riester-Rente als Volksrente verkaufen, so hieß die. Und da haben wir Gott sei Dank, es gibt mutige Leute, einer der Versicherungsvertreter der Allianz hat uns die Instruierung, das Heft geschickt für die Versicherungsvertreter. Und da stand drin, dass wir in der Bild-Zeitung nicht nur mit Anzeigen vertreten sind, sondern die Bild-Zeitung auch redaktionelle Beiträge im Sinne unserer Volksrente macht. Wunderbar. Norbert Blüm hat es genommen und hat es dem Allianzchef geschickt und der war völlig verzweifelt, weil so eine Offenlegung der eigenen Machenschaften zusammen mit der Bild-Zeitung natürlich nicht vorgesehen war. Dann, also schrumpft, 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 Alte kassieren, junge zahlen auch drauf, die Mobilisierung sozusagen eines Generationenkonflikts, das kennen Sie alle, das ist im selben Blatt, wer jünger ist als 40, 45, zahlt drauf, da unten natürlich wie immer ein Professor, der das dann auch noch bestätigt, das ist auch so eine Masche der Meinungsmache und nicht, dass Sie denken, das sei nur die Bild-Zeitung gewesen, nein, das ist ja das Schlimme, wir haben ja keine aufklärenden Medien mehr. Wenn Sie daran denken, ich weiche jetzt kurz ab, der Spiegel war in den 60er Jahren und Anfang 70er Jahre eine große Hilfe bei der Durchsetzung der Ostpolitik, weil es da vernünftige Leute waren mit Günter Grass und anderen. Heute ist er, das ist ein Blatt der 1%. Und zwar genauso infam, wie man hieran sieht, das ist eine solche alberne Übertreibung. Der letzte Deutsche, und da liegt der letzte Deutsche. Ja, das eine ist weg und nur noch eins, wie in China. Und Raum ohne Volk. Stellen Sie sich das mal vor. Ja. Da war, als das geschrieben worden ist, da lebten in Deutschland um viel mehr Leute, als die andere Parole ausgegeben worden war, Volk ohne Raum. Und auch in der Prognose fürs Jahr 2050 war das so. Dann das Ganze muss man bedenken, dass da für Produkte geworben worden sind, wie die Riester-Rente, die im Betrieb um vieles teurer sind als die gesetzliche Altersvorsorge. Die gesetzliche Altersvorsorge kommt mit, ich sage immer 1%, Blüm sagt 0,9% oder 0,7%, sagen wir rund 1% Verwaltungskosten aus, weil da ja keine Werbung gemacht wird und keine Versicherungsagenten weggeschickt werden müssen und so weiter. Ist ein Umlageverfahren müsste man erfinden, wenn es das nicht gibt, weil es ein technisch so fantastisches System ist. Also das ist alles sehr viel teurer und die politische Korruption ist überall.
Das darf man überhaupt nicht sagen, dass es politische Korruption gibt. Aber das sehen Sie zum Beispiel, Maschmeyer, der damals im Geschäft war, hat gesagt, es ist so, als wenn wir auf einer Ölquelle sitzen. Sie ist angebohrt, sie ist riesig groß und sie wird sprudeln. Das war 2005, da gab es die Riester-Rente 3 Jahre. Oder hier, das hätte man erfinden, drucken müssen, wenn es das nicht gäbe. Da müssen Sie mal anschauen. Da ist in der Mitte Maschmeyer, links Rürup, rechts Riester. Und der legt noch segnend seine Hand auf diese korrupten Leute. Und jetzt gucken Sie mal. Jetzt gucken Sie mal, die beiden angeblichen Experten, die sagen nicht, warum die Rürup-Rente und die Riester-Rente so gut ist, sondern sie reden nur darüber, dass man beim Staat Geld abholen, jetzt die staatliche Förderung nutzen, volle Zulage schon ab 5 Euro im Monat. Ja? Also die Herrschaften, die haben gar nicht die sachlich richtige Entscheidung im Blick, sondern die, wo man beim Staat am meisten holt. Was haben wir denn für Vertreter da oben? Was haben wir für Leute, die wir in Kommissionen schicken, die wir dann auch nach ihnen benennen, wie die Rürup-Kommission ab dem Jahr 2000, 2001? Es ist unglaublich. Und ja, dann treffen die sich auch noch. Bei der Gründung der Rürup, der Maschmeyer Rürup AG, sind alle beisammen gewesen. Und dann will man uns verbieten, dass man über politische Korruption spricht. Die Zerstörung des Vertrauens in die gesetzliche Rente durch Absenkung und die gleichzeitige Förderung von Privatvorsorge ist die größte politische Korruption, die in diesem Land in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat.